Hallo zusammen. Ja, dieses Jahr kann man doch wirklich vom goldenen Oktober sprechen. Ja, was sind das für Wahnsinnstemperaturen? Jetzt hat ja das letzte Oktoberwochenende und am Autoaußenthermometer habe ich sage und schreibe, man kann es nicht glauben, 22 Grad auf dem Display. Das ist doch Wahnsinn, oder? Leute, das ist doch Wahnsinn. Letztes Oktoberwochenende, so Temperaturen. Ich bin hier kurzarm, ja, und das, was ich hier anhab, ist schon fast zu warm. Also für mich zumindest persönlich. Ja, das hat jeder anderes Empfinden. Aber es ist Wahnsinn. Ja, und ich bin heute hier im Lambertheimer Wald unterwegs. Das Areal kenne ich ganz gut. Und hier liegt viel Totholz rum, wo Moos bewachsen ist. Und was ist Moos? Natürlich ideale Grundlage für Pilze. Genau. Und um die geht es heute wieder. Aber ich bin speziell unterwegs, die ganz kleine Pilze, und die will ich ganz groß machen. Also was habe ich drauf auf der D850? Puh, mein 90 mm Makro, und auf dem Rücken hier, ich zeige es euch mal, habe ich heute Vollausstattung, nenne ich es mal, ja. Ich schätze mal, das sind so irgendwo zwischen 6 und 8 Kilo, wo ich da auf dem Rücken habe, im Rucksack. Und was da alles drin ist, das werdet ihr dann bei meinem ersten Mini-Pilz, wo ich entdecke, dann zu sehen bekommen. Ist auf jeden Fall einiges drin im Rucksack, das kann ich euch sagen. Ja, haben wir hier schon was? Ja, nee. Ja, und wenn es halt nicht so die Mini-Pilzen werden sollten, warum auch immer, dann werden es halt wieder, ich sag mal, Normalgröße von Pilzen. Da bin ich schon an einige vorbeigelaufen, wo noch wirklich schön aussehen und auch vollständig sind. Aber ich gehe erstmal hier eine Runde und suche nach Minis. Und wenn nicht, dann weiß ich ja, wo ich hin muss, wo die anderen Größen stehen. Ja, ja, und da würde ich mich freuen, wenn der mich auf der Tour wieder heute begleitet bei dem traumhaften Wetter hier und Temperaturen. Das ist ja wirklich Wahnsinn. Und mit mir da zusammen auf die Suche geht. Und hoffentlich ein paar schöne Motive entdecke, wo ich dann euch präsentieren kann. Und ja, lasst uns einfach mal auf die Suche gehen, ja? Wir sehen uns dann später. Da habe ich auch schon meine ersten beiden Minis gesichtet. Platz genug zum Aufbau habe ich auch hier vorne dran.
Und das ist mein erstes Motiv, Leute. Also ich baue jetzt einmal auf meine Vollausstattung und dann nach dem Aufbau mehr dazu. Bis gleich. Aber jetzt hat mal meine angesprochene Vollausstattung hier aufgebaut. Und ja, das ist, kann man sagen, ja 90% von meiner Vollausstattung, was ihr hier seht. Ich zeige es euch mal. Die Einstellung habe ich nicht vorgenommen. Einmal habe ich hier mein Tablet aufgebaut. Dann, wie ihr hier seht, mit dem T7S Kopf von Rollei mit meiner Langschiene und hier mit dem Panoramadrehkopf die Kamera drauf sitze. Da bin ich sehr flexibel jetzt an der Winkeleinstellung, in der Positionierung für die Komposition. Zum Motiv, das ihr hier vorne seht. Und mit dem T7 Kopf, ja, der nimmt locker diese Hebelkräfte auf hier mit der Kamera und mit dem Objektivgewicht, ohne dass ich danach justieren muss, wenn ich die Klemme zumache. Also er hält die Position, die ich einstelle, wirklich perfekt. Das nimmt er gut auf. Und hier habe ich so ein selbstgebautes Gegengewicht am Stativ, weil sonst, ja, logisch, Hebelkräfte, Kippeffekt, mehr brauche ich, glaube ich, dazu nicht sagen. Und dann hier meine LED-Lampe, die ich vermutlich dann in die Hand nehmen muss, um auf die Höhe zu kommen vom Pilz oder von den Pilzen, das sind ja zwei. Da muss ich dann mal sehen, wenn ich die Leuchte anmache. Ja, hier mal kurzer Einblick oder Draufblick beziehungsweise zum ganzen Equipment. Und ich nehme jetzt einmal die Einstellungen vor und dann bin ich gleich zurück. Habe jetzt einmal meine Einstellungen alle gemacht. Bin hier auf, ja, das Tablet spiegelt ein bisschen halt, aber ich hoffe, ihr seht trotzdem was. ISO 64 habe ich eingestellt, eine Belichtungskorrektur von -0,7 und kann jetzt hier am Tablet halt schön bei den kleinen Pilzen schön halt der Schärfepunkt deutlich besser beurteilen durch den großen Bildschirm und die bessere Auflösung wie am Bildschirm an dem kleinen an der Kamera, und bequemer ist es noch dazu. Ja, muss erstmal wieder ein bisschen einspielen mit der Software hier, mit der App. Und ja, werde jetzt vom Stiel her, von unten nach oben, verschiedene Schärfepunkte wählen, bis ich oben am Pilzhut angekommen bin. Und mache dann halt da in Fokus-Stacking draus. Ich betone Fokus-Stacking, Leute, ja. Und dass ich den Pilz halt wirklich von unten auf bis oben komplett scharf habe. Ja. Der Hintergrund ist, ich versuche es euch mal zu zeigen, hier so die Aussparung von dem Totholz hier. Also homogener Hintergrund, wo keine störenden Elemente drin sind, wo halt wirklich sich oder das Auge direkt sich auf den Pilz fokussiert, dann auf dem Bild. So die Idee. So werde ich das Ganze jetzt halt ausführen. Fliegen sind auch noch unterwegs. Ja, kein Wunder bei der Temperatur. Ja, so werde ich jetzt halt Bild für Bild machen. Und ja, Leuchte habe ich ja auch ausgerichtet und ich leg mal los.
gehe hier in die Vergrößerung. Da kann ich schön den Schärfepunkt jetzt setzen. So, habe halt hier wirklich eine minimale Tiefenschärfe oder Schärfentiefe. Da merkt man wirklich, so, da sieht man beziehungsweise jede Berührung an der Kamera, wie es jetzt zittert auf dem Bildschirm. Wahnsinn. Jetzt kommt das erste Bild. Boah, Histogramm sieht klasse aus. Also Einstellungen passen gut dazu. Jetzt zum nächsten. Ja, andersrum. Boah, ist das. Ich muss nur ganz, ganz minimal drehen, um die Schärfentiefe hier zu verändern. Dann bin jetzt halt am ersten Punkt vom Stiel. Habe jetzt dann erst noch das erste Bild jetzt halt ein bisschen vom Baumvordergrund hier scharf gestellt. Und jetzt halt habe ich das zweite Bild jetzt halt scharf gestellt auf den ersten Punkt vom Pilzstiel. So, nächstes Bild. Ach, macht wieder richtig Spaß. Hab bestimmt ein gutes Jahr jetzt hat die App hier nicht mehr benutzt. Es ist Wahnsinn. Ich muss wirklich minimals drehen und habe hier schon dann die nächste Höhe vom Stiel scharf gestellt. Nummer 3. Und so arbeite ich mich jetzt halt Stück für Stück zum Pilzhut nach oben. Der eine oder andere würde jetzt sagen, ja, ist ziemlich mühsame Arbeit. Aber es macht Spaß. Mir zumindest. Ich muss den Bildschirm halt immer wieder verschieben. Und der hat eine kleine Verzögerung drin. Deswegen dauert das Ganze so lang. Ich glaube, mit dem Makroschlitten wäre ich da besser dran gewesen, wie hier am Objektiv zu drehen. Aber mir macht es einfach Spaß. Also der Makroschlitten wäre definitiv besser gewesen. Kann hier am Tablet alle Funktionen ausführen, die ich auch direkt an der Kamera ausführen könnte. Also das ist wirklich eine klasse App. Ich blende sie da auch unten in die Beschreibung mit ein, was für eine App ich da benutze. Also viel Erfahrung habe ich schon damit sammeln können, weil ich das selten benutze, aber ich bin zufrieden damit. Muss ich nochmal ein bisschen vergrößern, dass ich wirklich die Kante wirklich scharf habe. Boah, Wahnsinn. Hallo. Ja, ja, alles gut. Was fotografieren Sie? Kleine Pilze hier. Okay. Wenn Sie jetzt von hier nicht sehen, die... Ich sehe die Pilze, ja, die haben die vorher schon auf dem Weg gefunden. Ja, ich könnte auch das Ganze jetzt mit Fokus Staking im Automatikbetrieb machen. Aber ich mache das Ganze bewusst jetzt halt manuell, um einfach halt mal wieder im manuellen Modus zu fotografieren. Da wieder ein bisschen Übung dabei zu bekommen. Und mit der App auch mal wieder ein bisschen Übung zu bekommen, dass ich da nicht alles vergesse. Deswegen manueller Modus. Ist zwar ein bisschen ich nenne es mal trockene Filmzeit, wo ich euch da mitnehme. Mal sehen, wie ich das, ob ich das dann schneide oder euch da komplett mit durchnehme. So, ich komme zum Ende. Ich werde euch auch nur mitnehmen bei dem einen Pilz hier, weil die Vorgehensweise bei den anderen Motiven, wo ich dann hoffentlich noch finde, ist da wirklich 1:1 und
Ja, ich glaube, da würdet ihr nur einschlafen dann beim Zuschauen. Da bin ich mir sicher. Kommen wir jetzt zum letzten Bild. Ja, das erste Motiv habe ich jetzt im Kasten. Hat ein bisschen lang gedauert. Ja, bin schon gespannt auf die Auswertung zu Hause, wenn ich dann das im Helikon Focus, mit dem mache ich die Stacks, setze ich das dann zusammen. Und ja, da hoffe ich, dass sich die Mühe auch im manuellen Modus hier wirklich gelohnt hat, mit dieser Minimalverstellung, dass ich da alles wirklich sauber drin habe, von oben bis unten. Das war es jetzt mal vom ersten Pilz hier gewesen. Und wer vielleicht eine Frage zu der App hat oder sonst zu der Einstellung oder irgendwas wissen möchte, der kann es gerne in den Kommentaren mir hinterlassen. Werde ich gerne darauf antworten. Ansonsten, ja, baue ich jetzt das hier ab und gehe auf die Suche nach dem zweiten Mini-Pilz. Ja. Wir sehen uns dann an anderer Stelle wieder. Aber dann nicht so ausführlich, ja. Okay. Also dann. Ich nehme euch jetzt dann mal kurz hier mit ans Tablet, weil die Sonne ist jetzt so gewandert, habe ich keine Spiegelung drin. Da kann ich das euch nochmal schön zeigen. Ah, jetzt hat doch, okay. Muss ich so ein bisschen halten. So, ja, so habe ich fast die Spiegelung draußen. Ja, das seht ihr jetzt schön, wenn ich hier auf die Plus-Taste gehe. Jetzt, wie sich dann schön der Pilz hier. Vergrößert. Und dann kann ich halt wirklich schön jeden Punkt schön sauber bestimmen, wo die Schärfe liegen soll. Ich finde es eine tolle Sache hier am Tablet. Gut, ich baue ab und wir sehen uns beim nächsten Motiv. Die Sonne hat sich jetzt hinter den Wolken versteckt, aber da habe ich mir noch genug Licht und ja, habe ja auch meine LEDs dabei. Da ist das alles kein Problem mit der Ausleuchtung. Ja, habe ich jetzt gleich drei Motive an einem toten Baumstück, drei verschiedene Pilzarten sogar noch dazu. Es sind zwar keine Minis, weil ja, die sind ziemlich rar gesät hier, in dem Areal hier. Und ich zeige euch die drei jetzt mal. Die werde ich hier jetzt aber von der gegenüberliegenden Seite dann fotografieren und aufbauen. Und hier ganz tief unten am Boden ist der nächste. Und hier habe ich fast ein blütenweißer Pilz. Oben auf dem Dach ist er so ganz leichte Bräune zu erkennen. Aber ansonsten ist er wirklich blütenweiß. Also so ein Exemplar. Und diesen Typ von Pilz habe ich noch nie gesehen. Also drei Motive an einem Baumstück. Was will man mehr? Ich fange mal mit dem Weißen an, von links, und werde mich dann nach rechts zu den beiden dann durcharbeiten. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Habe mich jetzt bei dem weißen Pilz hier
für diese Position entschieden mit der Kamera, so wie ich jetzt, so wie die jetzt die Draufsicht habt, um einfach noch schön den Stiel hier, wie er an den Baumstumpf geht, schön mit drauf zu haben und nicht nur einfach den Kopf. Und das war meines Erachtens die beste Position hier, um das schön komplett drauf zu bekommen. Bei dem zweiten hier habe ich mich eigentlich mehr oder weniger für die gleiche Position hier von der Seite entschieden, um auch schön hier dann den Stiel hier, wie er an den Baumstumpf geht, und da ist noch ein ganz kleiner unten dran, sehe ich jetzt gerade, dran entschieden, um halt ja auch aus dieser Perspektive, um halt schön den schrägen Stiel, wie er von oben nach unten dann hin zum Baumstumpf verläuft. Ja, die anderen beiden, wo ich dann noch entdeckt habe, den hier oder die beide habe ich dann, die werde ich auch noch aufnehmen, jeweils für sich, die Zwillinge. Und da werde ich so vielleicht ein bisschen aus der Perspektive fotografieren, um einfach den Baumstumpf hier, hier hinten die Kante von rechts nach links dann so verläuft. Mal sehen. Aber ich denke, so werde ich es auch machen. Dann habe ich hier noch eine schöne kleine Gruppe entdeckt. Die habe ich so aus der Perspektive. Werde hier rechts meine Leuchte aufstellen, dass ich dann schön hier so reinleuchte. Dass ich hier eine schöne homogene Ausleuchtung habe. Und dann werde ich allerdings hier kein Stacking machen, sondern hier auf die beiden da scharf stellen. Und den Rest hier links, die kleineren, dann werde ich dann in eine Unschärfe lassen. So die Idee. So werde ich das, ja, so werde ich die Komposition aufbauen. Ja, dann geht's mal los. Ja, da geht schon einige Zeit drauf, wenn man so auf die Art und Weise fotografiert, mein lieber Mann. Wahnsinn. Habe aber jetzt meine ganzen Pilze im Kasten. Und ja, da bin ich jetzt wirklich mal auf die Auswertung daheim gespannt am PC. Da bin ich dieses Mal wirklich gespannt, wie das aussieht. Ja, war jetzt für euch halt ein bisschen in die Länge gezogen und ja, nicht so spannend in Anführungsstriche. Aber ich wollte euch mal die Vorgehensweise, meinen Workflow zeigen, wie ich hier mit dem Tablet arbeite und der App. Und wie ich da, ja, wie der Workflow so ist da bei mir. Vielleicht interessiert es ja den einen oder anderen. Habe ich dort auch schon alles zusammengepackt. Werde mich jetzt auf den Heimweg machen. Und wer es interessant fand und gefallen hat, der berühmte Daumen, er kennt ihn ja. Oder ein Abo, der noch keins hat. Und die Bimmel, Bimmel, Bimmel. Da verpasst er in Zukunft keins mehr. Der folgenden Videos, wo es mich auch dann hin verschlägt. Ja, ich hoffe, da kommen noch viele, viele Situationen. Und ja, werde mich jetzt auf den Heimweg machen. Und dann wünsche euch ein schönes Wochenende. Wir sehen uns im nächsten Video. Ja, also viel Spaß bei euch beim Fotografieren.
Ja, und schön den Auslöser glühen lassen. Ja. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss.